Willkommen zu einem neuen Babylender. Heute mache ich euch mal einen Ferientag-Vlog, weil ich habe gerade Nikolaus-Ferien. Und ich wollte eigentlich voll viel wie euch vloggen, aber ich musste doch noch Kooperationen drehen, zwei. Das habe ich gerade eben gemacht und dann war ich noch Haare waschen und duschen. Das hat dann irgendwie länger gedauert, als ich dachte, wie immer. Habe jetzt so meine Haare geföhnt und so. Muss sie jetzt mal kämmen. Habe ich gerade angezogen. Und dann hatte ich irgendwie doch keine Zeit mehr, noch irgendwas für den Vlog zu machen. Aber ich treffe mich jetzt gleich mit Freunden in der Stadt. Wir wollten was essen gehen. Ich glaube, ich esse hier jetzt vorher schon mal was, weil ich habe extrem Hunger. Und ich weiß nicht, was wir gleich essen wollen. Vielleicht gehen wir abends noch auf den Weihnachtsmarkt. Aber wir wollten eigentlich zu einem, der heißt irgendwie Winter Wonderland. Das sah voll cool aus. Sehe ich immer so Werbung für, auch in der Stadt und so. Aber der ist ausverkauft. Also das ist irgendwie aus einer Finca und da muss man vorher Tickets buchen. Das ist heute und morgen ausverkauft. Genau, so kann ich da jetzt nicht hin. Vielleicht gehen wir auf so einen anderen. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen Vaseline auf meine Lippen. Ich habe halt mal anderes Make-up gemacht. Irgendwie das andere wurde so fleckig und dann habe ich mein Make-up. Ich dachte, ich habe das dreimal abgemacht. Und jetzt habe ich einfach nur ein bisschen Puder drauf. Und dann Concealer drauf und ja. Ich habe mir in der Stadt das hier gekauft, das Make-up. Das habe ich gerade drauf. Best Skin Ever von Sephora. Das ist in der Farbe 17,5N. Und die Farbe ist perfekt. Das ist genau mein Hautton. Ich habe nämlich extra so eine Frau da gefragt und sie meinte so, ja, das ist deine Shade und so. Und dann habe ich das gekauft. Aber das deckt gar nicht. Also es ist wirklich nur wie so Skin Tint. Und deshalb gucke ich, ob meine Shadows so irgendwie noch in einer anderen Version gibt, das ein bisschen mehr deckt, weil da muss ich jetzt immer noch Concealer drüber machen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal runter. Dann muss ich meine Tasche noch packen, was ich da rein tue. Ich überlege gerade, welches Bodyspray ich drauf mache. Ich glaube, ich sprühe erstmal ein bisschen von dem Jisoo Hair Perfume drauf. Das ist auch so ein bisschen pflegend. Ich glaube, da ist so ein bisschen von dem Öl mit drin. Ich muss jetzt essen kommen. Meine Mama hat gesagt, es gibt jetzt Essen. Deshalb gehe ich jetzt schon mal runter. Ich esse Nudeln mit Ei und Ketchup. Ich weiß, viele finden das sehr schlimm, aber ich liebe es. Hallo Leute, bei Naturpoke. Wir essen jetzt was, wenn ihr mich hören könnt, aber Matthias und ich, wir haben Brownie bestellt. Naturbrownie. Wollt ihr Hallo sagen zum Vlog? Irgendwie, es gibt keinen Tisch, wo man zu viel sitzen kann, aber dafür hat man so Spiegel. Guckt. Das ist wirklich cool. Okay, Leute, unsere Brownies. So, Marc hat behauptet, die werden trocken sein, aber das denke ich nicht. Wir machen uns beide. Wir möchten es probieren. So. Hier, Taste Test. Sind die trocken? Schmeckt echt ein bisschen trocken. Hab ich gesagt. Schmeckt nach Nüssen, nach so Haseln. Aber es schmeckt geil, das ist warm. So Leute, jetzt ein Update für euch im Vlog. Wir sitzen jetzt im Restaurant. Die haben sich Essen bestellt und Wasser bestellt, weil ich eben Nudeln gegessen habe. Aber die sind gerade alle drei Hände waschen, Leute, und ich sitze mit den Burgern. Alles für mich. Ich probiere jetzt die Pommes von Benno, weil sein Burger ist schon da. Machen einen Taste-Test. Oh, das ist voll heiß. Oh, die Pommes sind ultra geil. Marc, was isst du? Ich esse einen Burger, aber mit Chicken, mit Pommes, mit Tomatensauce und ein Nesti. Ja, und ab hier seht ihr jetzt schöne Slow-Mo-Aufnahmen von mir, weil ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe die ganze Zeit auf Slow-Motion gefilmt. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass meine Family mich jetzt abgeholt hat und wir zum Weihnachtsmarkt gehen wollten. Oh mein Gott, es ist echt so peinlich, dass mir das passiert ist mit der Kamera. Aber wir haben uns einen Crepe geholt und jetzt seht ihr hier eine Aesthetic-Slow-Mo-Aufnahme, wie ich hier mit Max über den Zebrastreifen gehe und da meinen TikTok filme. Aber gleich habe ich es gecheckt, Leute. Waffeln geholt und Crepe. Ich habe einen Crepe mit Nutella, das ist die Waffel. Aber ich hatte doch irgendwie Lust mehr auf Nutella mit Crepe. Wir gehen jetzt da hinten hin, da ist nämlich diese schöne Kugel. Ich glaube, da kann man sogar reingehen. So, hier habe ich kurz mein Babylender online gestellt. Ich stelle mich jetzt mal hier an. So sieht's aus, sie wechselt ihre Farbe. Ich hätte gerne ein Bild, wenn sie pink ist. Ich bin in der
Weihnachtskugel, Leute. Guck mal. Okay, jetzt stehe ich hier. Alle gucken mich etwas an, aber ist echt schön. Aber ich hätte es ja auch schon drin erwartet. So sieht's von innen aus. Okay, aber ich muss sagen, ich glaube, ein Bild von außen ist schon cooler, weil von innen sieht man halt nichts. Außer so ein paar Lichterketten. Wo ist denn jetzt Max hin? Ich muss ein Bild von mir machen. Und hier seht ihr ein paar hervorragende Aufnahmen vom Weihnachtsmarkt, aber mehr dazu dann später. Und da wollte ich hier bei diesem coolen Torbogen noch ein schönes Foto machen. So Leute, Fazit vom Weihnachtsmarkt. Es war gar kein richtiger Weihnachtsmarkt, es war eine Versammlung von Buden mit irgendwelchen komischen Sachen. Ich weiß auch nicht, da war auch mega keine Weihnachtsmusik. Bin sehr enttäuscht. Jetzt machen wir Planänderung, wir gehen in die Stadt. Ich glaube, irgendwie hier wollte zu McDonald's. So, ich bin jetzt auch hier im H&M, weil ich wollte noch so ein paar Basic-Oberteile haben. Weil wisst ihr irgendwie, ich habe nicht so Basic-Sachen, die ich anziehen kann, wenn ich nicht weiß, was ich anziehen soll. Sowas zum Beispiel. Aber schwarz oder beige, Leute? Okay, ich bin wieder zu Hause, Leute. Und eigentlich wollte ich noch viel mehr für euch vloggen auf dem Weihnachtsmarkt. Ich hatte voll der süße Vlog, so wie wir alle auf dem Weihnachtsmarkt sind. Aber das war ein kleiner Fail. Vielleicht muss ich nur mal auf einen anderen Weihnachtsmarkt hier gehen. Mal gucken, ob ich noch irgendwie einen besseren finde. Und ich habe noch gar nicht meinen Adventskalender aufgemacht, deshalb dachte ich, machen wir das noch zusammen. Und dann mache ich euch noch ein Haul, was ich gekauft habe in der Stadt. Bei H&M zeige ich euch noch meine Basic-Oberteile, die ich gefunden habe. Aber zuerst mein Adventskalender. Ich warte mal extra bis abends, bis ich mal wieder machen kann, bis ich mir ein Türchen öffne. Oh, was ist das? Make-up Forever! Oh, das ist gut, davon habe ich ein Fixing Spray. Oh, das ist ein Eyeliner, ist aber in braun. Ich liebe braune Eyeliner, ich habe immer braunen Kajal drauf. Und es hat so einen Spitzer sogar, das finde ich toll. Egal, ich krieg's nicht auf. So sieht der aus, ist von Make-up Forever. So ein. Falsch rum. So ein Eyeliner. Das ist mein Adventskalender, so sieht der bis jetzt aus. Also, es wird immer leerer. Okay, und jetzt zeige ich euch noch den Haul. Ich glaube, ich ziehe die Sachen auch mal eben an. Weil sonst ist es so langweilig, wenn ich euch nur da reinhalte, oder? Okay, es ist das erste Oberteil. Musst du hier eine Lampe anmachen, stört dich nicht daran, bitte. Das war sonst so dunkel und mein Deckenlicht hat nicht gereicht. Das mag ich, das ist cute, zu so einer Low-Waist-Jeans. Ich hätte vielleicht ein XS nehmen müssen, dann wäre es noch ein bisschen enger gewesen, aber ich finde das voll schön. Das ist das zweite Oberteil, das gefällt mir auch gut. Guck, das hat jetzt hier diese Knopfleiste. Also ich hätte es vielleicht nicht den roten BH darunter anziehen sollen. Ich hätte keinen Bock, den noch umzuziehen. Aber ihr wisst, wie es dann aussehen würde. Okay, ich glaube, auf der Kamera sieht man jetzt gerade gar keinen Unterschied zum ersten Oberteil, das ich euch gezeigt habe. Aber das hat so einen anderen Stoff, also hier seht ihr das so ein bisschen, das hat so einen geribbelten Stoff. Das finde ich auch voll schön. Das ist auf jeden Fall ein bisschen dicker als die anderen, weil ich habe mir bei Zara so welche gekauft. Eins in grau und eins in weiß und das war so dünn. Also sieht man wirklich alles durch. Okay, die Farbe ist mehr beige als weiß, sehe ich gerade. Meine Haare hier ein bisschen drüber hängen lassen. Sieht man meinen ganzen BH da durch. Aber sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Okay, und jetzt essen wir zu Abend und wir sehen uns morgen im nächsten Mal wieder in der Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn der Weihnachtsmarkt ein kleiner Fail war. Ihr könnt ja mal kommentieren, ob ihr schon auf dem Weihnachtsmarkt wart. Ich glaube, in Deutschland, da ist noch mehr so traditionell mit so Glühwein und so und Weihnachtsmusik. Vielleicht muss ich mal in Deutschland gucken, wenn ich in Deutschland bin, ob es da einen Weihnachtsmarkt für mich gibt. Aber was ich heute entdeckt habe, ich weiß nicht, ob ihr es in meiner Story gesehen habt, es gibt jetzt auf Mallorca eine richtige Eisbahn. Vorher gab es immer nur so Chichu-Bahn, wo man drauf fahren konnte mit so Plastikeis. Und jetzt gab es richtiges Eis. Da muss ich auf jeden Fall auch mal hin. Okay, dann sehen wir uns morgen im nächsten Mal wieder. Adios!